egal ob aus dem Low-Budget-Bereich oder dem Premium-Segment. Eins haben alle Android-Boxen gemeinsam. Die vorinstallierten Launcher sind nicht wirklich individualisierungsfreundlich. Daher möchte ich heute drei Alternativen vorstellen. Zuerst der Simple TV Launcher. Sehr gut, Airboy nötigt keine Rechte. Und mit 100 KB belegt er auch wirklich keine Systemressourcen. Dafür ist er, wie der Name schon sagt, sehr einfach. Boxen auf dem Startbildschirm sind individuell mit Apps belegbar. Zusätzlich zeigt er die Zeit und das Datum und besitzt ein Icon, damit man sich alle Apps auflisten kann. Die Modifizierungen an diesem Launcher sind eingeschränkt. Jedoch die voreingestellten 3x2 Reihen kann man auf 6x3 ausweiten. Dann wird es jedoch einigermaßen unübersichtlich. Und Gruppen lässt dieser Launcher nicht zu. Der nächste im Bund, TV Launcher. Nach dem ersten Start erinnert er mich sehr stark an den vorher gezeigten. Mag an demselben Hintergrundbild liegen. Dieser Launcher verfügt über Gruppen. Jeder Gruppe kann man eine App, ein Shortcut oder ein Bookmark zuweisen. Oder auch mehrere. In der Free-Version läuft in der Konfiguration Werbung. Hat man die Gruppen erstmal mit Apps gefüllt, so kann das zum Beispiel so aussehen. Natürlich kann man den Gruppen unterschiedliche oder auch gleiche Apps zuweisen. Links von den Gruppen die Einstellungen, etwas unglücklich gewählt, hier hätte ich eher alle Apps erwartet. In den Einstellungen kann man jedoch alles individualisieren, so wie man es möchte. Die Gruppen lassen sich anlegen, Farben ändern, Symbole ändern und vieles mehr. Selbst aktive Desktop-Hintergründe sind einbindbar. Rechts neben der Uhr alle Apps. Der letzte Launcher, mein Favorit, Hail Launcher oder Hall Launcher. Mit 3,5 MB kein Leichtgewicht, aber der zuvor gezeigte war in der gleichen Größenordnung. Links die Gruppen. Mit einem Klick nach rechts kommt man in die App-Unternavigation. Auch hier kann man nochmal hoch und runter wechseln. Dadurch ist dieser Launcher auch super für die normalen Standardfernbedienungen geeignet und lässt sich über das Steuerkreuz sehr einfach navigieren. Meiner Ansicht nach verfügt er über die meisten Individualisierungsmöglichkeiten. Unter anderem, ob man die Statusbar von der Startseite aufrufen kann. Aus meiner Sicht sehr wichtig, weil hier eingehende E-Mails oder Nachrichten gezeigt werden. Die zuvor gezeigte App-List war die Standardinstallation. Diese lässt sich ganz einfach erweitern. Zuerst schmeiße ich alles raus. Lege eine neue Gruppe für Videos an. Füge meine Video-Apps hinzu. Und fertig. Als zweites noch schnell eine zweite Gruppe angelegt, Amazon und Play Store reingelegt und schon habe ich das, was ich möchte. Also egal welche Box man sich kauft, über den Google Play Store bekommt man relativ einfach ein Aussehen hin, was einem selber gefällt und was man mit den Apps einrichten kann, die man nutzt, weil nicht jeder hat einen Netflix-Account und daher muss das Icon nicht zwingend auf dem Startbildschirm sitzen. Poste mir doch deinen liebsten Launcher unten in den Kommentaren.